Mobbing ist verbale Gewalt. Das sind negative sprachliche Aussagen gegenüber einer anderen Person. Und das Nonverbale, das bedeutet negative körperliche Taten wie Schlagen und Treten. Bei Mobbing suchen sich starke Personen oft schwächere Personen als Opfer aus. Mobbing geschieht über einen längeren Zeitraum. Mobber haben oft selbst Angst, gemobbt zu werden. Menschen mobben, um sich selber cool und groß zu fühlen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing? Cybermobbing ist das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen, Belästigen anderer mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel wie Handy und Computer. Die Betroffenen sind rund um die Uhr angreifbar. Das Publikum ist unübersichtlich groß, dadurch verbreiten sich Inhalte extrem schnell. Die Täter bleiben meist anonym. Guck mal, da kommt der Streber unserer Klasse. Hey, kommt mal alle her und guckt euch das an. Warum gucken alle aus meiner Klasse mich so an? OMG, der führt Selbstgespräche. Hat er keine Freunde? Der will mit dem schon befreundet sein. Wer ist das denn? Hey, na, wie geht's dir? Wie kannst du nur mit dem reden? Der redet nur gebildet. Lass ihn in Ruhe. Er hat mir schon oft geholfen. Was haben die für ein Problem mit dir? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht sind sie nur neidisch auf deine guten Noten. Hey, du hast recht. Wir waren neidisch. Es tut uns einfach nur leid. Ist okay. Irgendwie kann ich euch ja verstehen. Da kommt doch unser Model. Hä? Wer zur Hölle? Wer war das? Lasst mich durch. Nein. Ey, was soll das? Spielverderber. Das ist echt scheiße von euch. Wenn das Bild einmal im Internet ist, dann bleibt es dort. Es tut uns leid, wir hätten uns nicht über das Bild lustig machen sollen. Der ist ja noch ein Kind. Der raucht nicht. Weichei. Der probiert nicht mal. Lass mich in Ruhe. Es ist doch mein Leben, nicht eures. Jetzt reicht's. Warum hilfst du ihm jetzt? Das kann euch doch egal sein. Ist alles okay bei dir? Lass mich in Ruhe. Ich will dir doch nur helfen. Ich tu dir nichts. Hier, lasst ihn in Ruhe. Er hat euch nichts getan. Es tut mir leid. Es war falsch. Danke.